Hallo von den Elektroschwaben. Heute unser zweites Video zum Thema Schnellladen mit dem Fiat 500e. Ihr erinnert euch sicher noch an unser letztes Video zum Thema Ladeverluste an Schnellladesäulen. Der Fiat 500e hat hierbei hervorragend abgeschnitten. Video verlinken wir euch oben. Und natürlich wie immer die Bitte um ein Like oder ein Abo, wenn euch das Video gefallen hat. Heute geht es um das Thema, hält der Hersteller sein Ladeversprechen? Wie lange stehen wir an der Ladesäule und wann ziehen wir am besten den Stecker? Das Ganze wie immer in unserem kurz, knapp, knackig unter 3 Minuten Format. Wir starten unseren Ladevorgang mit 23% Stecker rein und es geht sofort los mit 70 kW. Kurze Zeit später sind wir schon bei 82 kW und 25% State of Charge. Verdammt nahe an den 85 kW, die der Hersteller verspricht. Bei 45% fahren wir auf 64 kWh ab. Und dann geht es runter über 52 kW bei 66% zu 45 kW bei 78% und bei 84% haben wir dann letztendlich noch 42 kW. Und jetzt ist es Zeit, den Stecker zu ziehen, denn kurze Zeit später bei 85% haben wir nur noch 12 kW. Wer jetzt noch Geduld hat, kann mit 11 kW bis 100% weiterladen. Das ist erstaunlich, denn Tesla und Co. fallen bei 95% bereits auf Ladeleistungen von unter 8 kW ab. Hat und natürlich möglichst schnell weiterkommen möchte, der zieht bei 84% den Stecker. Hier nochmal die Ladekurve des Fiat 500e. Fazit, der Fiat 500e ist kein Ladewunder, aber wir haben in 24 Minuten knapp 24 Kilowattstunden nachgeladen. Das wird uns mit den so erreichten 84% State of Charge locker nochmal 150 Kilometer über die Autobahn bringen. Danke fürs Zuschauen und allseits gute Fahrt mit dem Fiat 500e.